Und dann sagt er, wenn es blutet, können wir es auch töten. Ja, muss ich links oder rechts drehen, oder wie entschärfe ich wieder? Also, danke, das ist wirklich eine 20-Dollar-Uhr aus der DDR. Ich habe schon die Schwierigkeit zu sagen, was für ein Modell es überhaupt ist. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reden heute in unserem heutigen Uhrentalk über das Thema die 10 berühmtesten Filmuhren, die man auf jeden Fall kennen muss. Und bei mir zu Gast, wie immer, mein Freund und Talkgast Thomas. Schön, dass du da bist. Hallo Mario. Thomas, wie geht's dir? Gut soweit, ja. Ich habe aber nicht 5 Uhren dabei, was man jetzt vermuten könnte, ja. Sondern bei mir sind es 4 Uhren, da hast du eine mehr dabei. Aber wir haben was Tolles rausgefunden, glaube ich. Ich habe nämlich mehr Uhren gefunden als du scheinbar. Mhm. Und ganz ehrlich, wie ging es dir bei der Vorbereitung zu dem Thema? Oh, das war diesmal echt lange. Also ich habe richtig lange gebraucht, ja. Weil du musst ja auch die Filme teilweise angucken, dich über die Filme informieren, gucken, was du zu den Uhren schreiben kannst. Das war die längste Vorbereitung. Ich hoffe, das merkt man dann auch während der ganzen Session hier, dass wir uns richtig gut vorbereitet haben. Und hast du Lust auf das Thema? Ja, unbedingt. Ja. Wobei ich in den letzten Jahren, fairerweise muss ich das sagen, recht wenig Filme gesehen habe. Das hat was mit den kleinen Kindern daheim zu tun. Ja. Aber deswegen sind meine Filme, die ich präsentiere, auch eher aus den 90er Jahren. Ja, ich habe auch Filme gewählt, die mich persönlich faszinieren. Also die ich selber sehr, sehr gerne geguckt habe. Und mir ging es genauso wie bei dir. Ich habe mich noch nie so ausführlich auf einen Uhrentalk vorbereitet wie bei diesem Talk, weil ich habe die Filme teilweise auch noch mal extra schauen müssen, wenn man das mal dazu rechnet. Da kam auf eine Vorbereitungszeit, die ist unglaublich. Aber da wir nicht viel Zeit haben, müssen wir natürlich auch direkt starten. Und genau. Da ich natürlich eine Uhr mehr habe, würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Darf ich mal damit anfangen mit der Frage, dass du mir mal erzählst, ob du früher schon auf Uhren geschaut hast? Mhm. Also bevor du deine Uhrenleidenschaft begann, ja. Du hast es uns zwar ausführlich beschrieben, dass dein Vater schon eine Casio dir geschenkt hat, aber da warst du noch Kind oder Jugendlicher. Hast du in Filmen später darauf geachtet, was die Leute am Handgelenk haben? Ja, also ich habe schon darauf geachtet, was sie tragen. Ich konnte das aber meistens nicht einwerten, was für ein Uhr ist das. Und mir fällt es auch heute immer noch schwer, wenn ich Filme sehe und man nur einen kurzen Filmausschnitt hat, bei der Auflösung der Filme heutzutage zu erkennen, was ist das eigentlich für ein Modell. Ja. Ich finde das total faszinierend, wenn man das kann. Es gibt ja die Munich Wristbusters, die in der Lage sind, Uhren zu erkennen, nur aufgrund von Fotos und zu bestimmen, ob die fake sind oder nicht. Ich habe schon die Schwierigkeit zu sagen, was für ein Modell es überhaupt ist. Genau. Und es gab halt auch Phasen, da wurden diese Uhren gar nicht so gehypt, ja, und auch gezeigt im Kino, dass der Zuschauer es genau sehen konnte. Egal. Aber ja. Es ist gut, dass du das sagst, weil den ersten Film, den ich gesehen habe, der jetzt eigentlich nichts mit den Uhren zu tun hat, die wir heute vorstellen, wo es mir genauso ging, war bei einem meiner Lieblingsfilme aus den 80er Jahren. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und ich gucke heute immer noch diese Filme unheimlich gerne und ich bin großer Fan von Arnold Schwarzenegger Filmen. Und da fällt mir immer der Film Red Heat ein, weil da geht es um Uhren, aber da ging es bei mir nicht um, welche Uhr er trägt. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte von Red Heat. Es geht um Ivan Danko. Arnold Schwarzenegger ist dort Teil der Moskauer Miliz und im Drogendezernat beschäftigt und muss einen Drogendealer, einen Drogenverteiler verhaften und muss deswegen in die USA fliegen und trifft dort auf einen amerikanischen Polizisten, nämlich James Belushi. Und sein Name in dem Film ist Art Rizik. Der Schwarzenegger, der Arnie heißt. Nein, so. Arnie heißt Ivan Danko, er ist ein Russe und der amerikanische Polizist ist Rizik, das ist halt James Belushi und die müssen zusammenarbeiten, um diesen georgischen Drogenbaron dingfest zu machen. Und in dem Film kommt relativ oft eine Uhr vor, und zwar Arnold Schwarzeneggers Uhr. Und zwar redet er immer davon, dass es eine russische Bauart ist, seine Uhr, aber das kann eigentlich nicht sein, das ist ein typischer Chronograph aus den 60er Jahren und da steht auch Made in Swiss drauf. Mhm. Und das Witzige ist, es gibt einige Szenen, da piept die Uhr sogar wie eine LCD-Casio-Uhr. Also stimmt vorne und hinten nicht. Aber trotz allem gibt es da eine legendäre Szene ganz zum Ende des Films, wo die beiden sich eigentlich wieder verabschieden. Die sitzen am Flughafen und die haben ganz gut zusammengearbeitet und mögen sich eigentlich auch. Und Arnold Schwarzenegger sagt so, während er seine Uhr abmacht, es ist Brauch in der Sowjetunion, einen Gegenstand auszutauschen. Als Zeichen der Freundschaft möchte ich Ihnen das hier geben. Ne? Und James Belushi nimmt die Uhr in die Hand und sagt da, oh, das ist aber wirklich nett. Ich möchte Ihnen auch was geben. Ne? Macht seine Uhr ab. Ich möchte, dass Sie das tragen. Das ist ein 1.000 Dollar Wunderwerk westlicher Technologie. Und ich habe die Uhr mit einem Rabatt gekauft von meinem Cousin. Und dann guckt er sich die Uhr von Arnold Schwarzenegger an und sagt, danke, das ist wirklich eine 20-Dollar-Uhr aus der DDR. Und ich glaube, James Belushi, man kann es nicht genau erkennen, aber ich glaube, er hat eine Rolex getragen. Mhm. Ich tippe auf eine Day-Date.
Aber vielleicht weiß das einer von euch, wer den Film kennt. Legendäre Szene. Hat was mit Uhren zu tun, aber nicht über die Uhr, die wir heute reden. Weil da konnte ich nicht herausfinden, was und Wristcheck ist jetzt zu früh. Ja, die Leute haben es zu erkannt früh. Wahrscheinlich. Haben es vielleicht gesehen. Wristcheck machen wir in der Mitte des Films. Hat einen speziellen Grund. Okay. Kommen wir zu meiner ersten Uhr. Das war nur die Vorgeschichte. Welcher Film hat mich ganz besonders geprägt in meiner Kindheit? Und das ist, ihr seht ihr hier vielleicht, das war Zurück in die Zukunft Teil 1. Mhm. Es gibt keinen Film, den ich öfter gesehen habe als Zurück in die Zukunft Teil 1. Das war ja auch legendär. Wahnsinn. Immer noch legendär. Selbst mein Sohn liebt den Film. Er mag die Geschichte um Marty McFly. Die Geschichte, glaube ich, brauchen wir zu dem Film fast kaum erklären. Ich glaube, es hat jeder diesen Film gesehen. Wenn nicht, unbedingt nachholen. Es geht um Zeitreisen. Und zwar ist er der Freund von Dr. Emmett Brown, ein verrückter Wissenschaftler, der das Zeitreisen erfindet und eine Zeitmaschine in einen alten DeLorean einbaut. Und die muss auf eine gewisse Geschwindigkeit muss der beschleunigt werden und dann reist er in die Zeit, die eingestellt ist. Und die Idee dazu kam aus dem Jahr 1955 und das tippt er auch in diesen Zeit, in diese Zeitkonsole ein. Und Marty McFly, da gibt es eine Verfolgungsjagd, kommt durch Zufall in das Jahr 1955 und muss dort, weil er sich mit Technik natürlich auskennt, das alte Ich von Dr. Emmett Brown wiederfinden, der ihm dann helfen soll, in die Zukunft zurückzukommen. Ja? Und während er dort ist, passiert etwas ganz Dummes, und zwar trifft er seinen Vater und seine Mutter, die sich eigentlich bei einem speziellen Event kennenlernen und er funkt dazwischen. Und zwar ist sein Vater, man kann es eigentlich sagen, ist ein Spanner, klettert auf Bäume hoch und beobachtet seine zukünftige Frau Lorraine mit einem Fernglas. Und während er dort guckt, Marty beobachtet die Szene, fällt er runter von dem Baum auf die Straße. Und normalerweise wäre sein Vater angefahren worden durch das Auto. Und zwar war das der Vater seiner zukünftigen Frau, der ihn dann ins Haus bringt. Und aufgrund des Samariter-Effekts verliebt sich dann Lorraine in George McFly. Und da Marty das sieht und geistesgegenwärtig seinen Vater wegstößt, wird er vom Auto angefahren und seine Mutter verliebt sich in ihn. Das ist so die Geschichte zu dem Film. Und im Ergebnis, wenn das dumm ausgegangen wäre, wäre er gar nicht geboren worden. Ja, genau, richtig. Genau, das ist das Thema. Genau. Das ist wirklich alles kurz auf knapp. Und dann gibt es halt eine spezielle Szene, wo ein Blitz in eine Uhr einschlägt, auch in eine Uhr, in die Rathausuhr von Hill Valley. Und man braucht nämlich eine hohe Energie, 1,21 Gigawatt, um in die Zukunft zurückzukehren. Und das wird aus Baldover dann ausgetüftelt und man hat echt nicht viel Zeit. Aber du wirst was sagen. Ich wollte was fragen. Was welche denn? Rolle, ich hab den Film nicht mehr ganz so in Erinnerung, welche Rolle spielt der Fluxkompensator? Der Fluxkompensator ist das Gerät, was die Zeitreisen überhaupt ermöglicht. Das ist die Zeitreisemaschine. So. Und da gibt es so eine Zeitmesskonsole, die ist eingebaut im DeLorean, die kann man eintippen und da die verschiedenen Uhrzeiten eingeben, wo man halt hin möchte, entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und, aber leider ist es leider nur eine fiktive Erfindung. Ich habe nicht gehört, dass das wirklich gibt. Aber jetzt kommen wir zum Thema. Welche Uhr trägt Marty McFly? Marty McFly trägt nämlich eine Uhr, die ich euch mitgebracht habe, und zwar genau diese hier. Da werden alte Kindheitserinnerungen machen, oder? Sensationell. Wir hatten ja, als wir darüber gesprochen hatten, das letzte Mal über diese Uhrensammlung bis 500 Euro, hatten wir auch darüber gesprochen, dass ich mich auch erinnere an meine Schulzeit, dass solche Taschenrechneruhren, und das ist eine Taschenrechneruhr, kann man das mal hinhalten irgendwie? Natürlich. Die Kamera hier vielleicht? Ja, die Kamera. Das, ja? Ich blende es aber natürlich nochmal groß ein. Und dass die als verboten, streng verboten in der Schule galten. Auch super. Und das ist also ein Modell. Diese Uhr heißt Casio CA53W. Die kann heute immer noch gekauft werden als Retro-Modell. Die Uhr, die Marty McFly in dem Film trägt, ist das Vorgängermodell gewesen, was Casio aber nur scheinbar 1-2 Jahre produziert hat. In Schwarz auch oder war das in Silber? Auch in Schwarz, genauso wie die eigentlich aussah. Das war die A50 Modell 437. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, die sieht eigentlich fast identisch aus. Es gibt ein paar Dinge, die sind unterschiedlich, und zwar sind die Farbmarkierung auf dem Zifferblatt zur Multiplikation, also zum Rechnen, hier in Blau bei dem Original, hier sind sie in Rot. Ja. Und es gibt hier, steht der Schriftzug Lithium CA50 und das ist hier ergänzt durch Water Resistant und WR. Also fast identisch. Die Uhr, was kann die? Die kann die, jetzt muss ich mal selbst gucken, die kann die Zeit natürlich auf jeden Fall anzeigen. Eine zweite Zeitzone hat sie, eine Stoppfunktion, Taschenrechner, multiplizieren, addieren, subtrahieren und dividieren. Die Bedienung, Katastrophe. Also man kann die Total Uhr, fummelig, oder? Ist,
Also das kann man wirklich kaum drücken, mit, wer etwas kräftigere Finger hat, so wie ich, der trifft da kaum die Zahlen. Aber Kult, extrem leicht, trägt sich unfassbar angenehm am Handgelenk. Du kannst ja vielleicht mal mal irgendwo. Wiegt wirklich sehr, sehr wenig. Also es ist ein Leichtgewicht aus dem Kunststoff. Ich finde, man muss ja auch einen Kunststoff tragen, wenn überhaupt. Danach kamen dann später mal diese Datenbanken von Casio, das war dann die Weiterentwicklung, die konnten dann ein bisschen mehr. Nachteil, nur 3 Bar Spritzwasser geschützt, also ist nicht wasserdicht aufgrund der Tasten. Ist auch schwierig, das abzudichten. Und die Uhr hat kein Licht. Oh, das ist ungewöhnlich. Keine LCD-Hintergrundbeleuchtung. Die gab es damals scheinbar nicht und heute auch immer noch nicht. Also wirklich nur für den Tag. Für diese Uhr gab es das nicht, ansonsten gab es das? Die anderen 80er, Anfang der 90er Jahre. Aber hier hatten sie es nicht verbaut. Okay. Das ist meine erste Uhr. Toll. Da wird es schwer. Also ich habe übrigens gerade festgestellt, die Uhr würde sogar an mein Handgelenk passen mit 19,5 cm Umfang und Auflagefläche von 5,5 bis 6 cm. Würde passen. Mal gucken, ob ich mir die auch eines Tages hole. Ja. Schöne ist Uhr. Nicht teuer. Toll. Ich glaube, so um die zwischen 30 und 40 Euro kostet die heute, wenn man sich diese Uhr erwerben möchte. Und Marty McFly trug diese Uhr die gesamte Zeit im Film. Selbst auch in der Zukunft, dann musst du sie dann irgendwann ablegen, glaube ich. So, dann beginne ich mal, okay? Allerdings beginne ich mit meiner Vorgeschichte. Eigentlich habe ich nicht, geht es jetzt nicht um die Uhr, die ich zeige. Ich habe eine Uhr in der Hand, ihr werdet das gleich sehen. Es geht darum, wie bin ich auf Uhren in Filmen aufmerksam geworden. Und das war tatsächlich Pulp Fiction. Pulp Fiction aus dem Jahre 1994. Das war ein Film, Mario. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast oder... Ich habe ihn mehrfach gesehen. Das war ein Film, der war so anders. Sowas gab es nicht. Verrückt, total verrückter Film. Es ist ja, gibt einen Epilog, einen Prolog und einen Epilog. Es gibt 3 Episoden zwischendrin, die irgendwie zusammenhängen. Das löst sich alles im Laufe der Zeit erst auf. Und Pulp Fiction heißt übrigens Trivial- und Schundliteratur. Das ist die Übersetzung. Mhm. Ja? So. Und Quentin Tarantino, selbstverständlich, war hier der Regisseur. Und damit ist der für mich... erst richtig bekannt geworden. Also bei mir ist er erst richtig bekannt geworden. Es gab einen anderen Film, Reservoir Dogs, der kam sogar vorher raus, den habe ich mir danach angeschaut, auch gut, aber kommt nicht an die Qualität von... In den Hauptrollen? John Travolta? Ja, John Travolta, dann haben wir Samuel L. Jackson. Ja, genau. Wir haben Uma Thurman, wir haben Bruce Willis und Harvey Keitel und Christopher Walken, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme. Also richtig, also aus damaliger Sicht, weiß ich nicht, ob die alle schon so bekannt waren. Ja. Uma Thurman ist, glaube ich, dann erst durch ihn bekannt geworden und spielte später bei Kill Bill noch mit. Gab es ja auch 2 Teile, Kill Bill 1 und 2, aber kommen wir auf die Story. Oder ich wollte erklären, warum das Thema Uhr dort so eine wichtige Rolle spielt. Eine dieser Episoden heißt Die goldene Uhr. Und ich habe jetzt mal eine goldene Uhr mitgebracht. Die stammt aus dem Nachlass meines Urgroßvater sozusagen, ja. Eine Taschenuhr habe ich jetzt mal dabei, die springt schon gleich auf. Übrigens, wenn ihr fragt, wenn ein Sprungdeckel dabei ist, nennt man das Savonette. Und wenn der Sprungdeckel weg ist, nennt man das Lepine. Und es geht um eine Lepine, also ohne Sprungdeckel in dem Film. Ist egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Uhr, die ich jetzt mal dabei habe. Ich halte sie mal so, wie in der Szene, die ganze Zeit in der Hand. Warum? Es gibt also eine Szene, die sich um Bruce Willis dreht. Der ist Boxer. Und er soll in einem Kampf verlieren, gegen Geld sozusagen. Ja? Und er erinnert sich aber kurz vorher, vor diesem Boxkampf, an seine Kindheit. Und um diese Szene in der Kindheit geht es. Und zwar ist es folgendermaßen, dass das Kind im Wohnzimmer sitzt, sich umdreht, dann kommt seine Mutter mit einem fremden Mann herein. Das ist der Christopher Walken. Das stellt sich raus, das ist der Captain Koons. Und da fragt die Mutter das Kind, weißt du, dass dein Vater in einem Gefangenenlager in Vietnam gestorben ist? Das ist Captain Koons. Er ist hier, um mit dir über deinen Vater zu sprechen. Und er hält die ganze Zeit die Uhr diesem kleinen Jungen vor die Nase. Hochdekoriert natürlich, ja, wie die amerikanischen Veteranen dann immer so aussieht. Und das Besondere ist, dass diese Uhr, über die er erzählt, also der Vater ist verstorben, dass die halt schon über Generationen in der Familie weitervererbt wurde. Also der Großvater oder der Urgroßvater hat schon im Ersten Weltkrieg sich diese Uhr gekauft, hat gegen Deutschland gekämpft, dann im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt war das ja eben eine Vietnam-Szene. Und in Vietnam war es so, dass der Vater in der Gefangenschaft verstorben ist, hat aber um die Uhr, das Erbstück, das Familienerbstück zu schützen, in seinem, reden wir uns anders, er hat sie rektal getragen einige Jahre. Ja?
So. Und als er dann verstorben ist, kam dieser Captain Coons und hat eben die Uhr des Vaters in seinem Punkt, Punkt, Punkt getragen die ganze Zeit. Legendär, wie der kleine Junge sich diese Story anhören muss und wie der Captain Coons das so ganz ernst eben vorträgt. Und ganz am Ende ist eigentlich ein Monolog, sagt der Captain Coons noch, und heute bin ich gekommen, um diese Uhr dir zu geben, und überreicht sie. Also Wahnsinn, ja? So. Eine schöne Geschichte. Ich hoffe nicht, dass mir das mal passiert, dass ich diese Uhr so aufheben muss eines Tages für die Nachwelt, aber das ist so eine Uhr aus meiner Familie sozusagen, ja? Ich wollte aber über eine Uhr eigentlich reden. Klar, wollen wir auch mal die erste mit dazu? Mach deine erste. Genau. Die allererste Uhr, die ich richtig vorstellen wollte, und es ist eine Uhr, die wir schon mal anders behandelt hatten, aber die wir heute genauer uns anschauen werden. Und zwar ist es eine Speedmaster. Ich habe die Speedy mitgenommen, die Omega Moonwatch sozusagen, aber jetzt denkt ihr alle, ach, da redet er wieder über Raumfahrt. Ja, das kommt natürlich, das muss kommen, wenn ich über diese Uhr rede, aber redet über zwei Filme. Und der erste Film ist einer, den ihr jetzt nicht auf dem Schirm habt. Er nennt sich The American. Ein Film mit George Clooney. Und dieser Film stammt aus dem Jahre 2010. Es gibt, der Regisseur ist Anton Corbijn, das ist ein niederländischer Filmemacher, auch wohl ein Fotograf. Und das ist mal eine ganz andere Geschichte. Dieser George Clooney ist also Auftragskiller und handelt immer alleine. Ist am Anfang des Filmes in Schweden und dieser Job geht irgendwie schief. Er muss dann fliehen und er sagt, okay, nachdem das meiner schief gegangen ist, wird der nächste Job mein letzter Job werden. Und er fährt nach Italien, um sich darauf vorzubereiten, auf diesen neuen Job. Und man sieht in diesem Film, kann ich jetzt schon sagen, immer wieder die Speedmaster an seinem Handgelenk. Und zwar sehr groß. Es ist die Speedmaster, wie ich sie auch habe, mit Lederarmband in der Saphirglas-Variante. So kann ich das erkennen. Und er kommt also in ein kleines Bergdorf in Italien, irgendwo in eine Gebirgsregion, Bergdorf, das sagt das Ganze schon. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in so kleinen Orten im Hochsommer gewesen bist in Italien. Du fährst da rein, alles romantisch, bisschen verschlafen, aber so verschlafen, dass du denkst, da wohnt gar keiner. Mhm. Also wenn du in der Mittagszeit in solche Bergdörfer fährst, dann denkst du, da wohnt keiner. Wo sind die Leute? Jetzt könnte man sagen, sind alle in Wohnungen. Aber arbeiten die auch irgendwo was? Und genau so eine Szenerie hat George Clooney in diesem Bergdorf. Ja, es gibt auch den Pfarrer, der ist ein bisschen mysteriös, der taucht immer wieder auf und stellt immer wieder unangenehme Fragen, was der Amerikaner, jetzt lösen wir auf, George Clooney spielt einen Amerikaner, deswegen The American, was der da soll in diesem Ort. Und also eine ganz ruhige Szenerie, die Uhr taucht immer wieder auf. Aber du saßt im Bergdorf und dann trug er im Hochsommer eine Uhr mit Lederarmband. Ja, das sieht er schon, das ist nicht immer ganz schlüssig. Ja. Ja. Man könnte vermuten, George Clooney als Werbebotschafter für Omega musste das tun, hatte vielleicht ein paar Wechselarmbänder dabei gehabt. Aber tatsächlich hat er, übrigens, ich habe sie ja dabei. Ich habe sie dabei, aber ich habe jetzt diesmal nicht das Lederarmband reingemacht. Ich habe sie mal an dem NATO dran. Oh, und zwar passt das ganz gut, nehmen Sie in die Hand, weil du die Tage ein anderes Video gemacht hast und genau dieses Band, oder nicht dieses Band, aber die gleiche Marke vorgestellt hast. Wunderbar. Kannst du was dazu erzählen? Ja, das ist das Zulu Diver Octopod, eines der besten NATO-Band-Schließsysteme, die es gibt. Hat nämlich einen großen Vorteil, da habe ich ein Video zu gemacht, könnt ihr euch im Detail anschauen. Man hat halt nur eine Lage, ne? Man legt es nicht doppelt und man hat wirklich eine hochwertige Schließe. Mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Genau. Wunderbar, sehr bequem, toll gearbeitete Schließe, hervorragend. In der Speedy sieht es super aus. Ja, wirklich. Finde ich auch. Also man sagt ja immer Strap-Monster und das ist wirklich ein Strap-Monster. Die sieht am Leder toll aus. Und Metallband muss ich mir irgendwann nachkaufen. An dem Lederband, dem Original-Lederband, hervorragend. Und es ist auch genau die Uhr. Mhm. Also es ist genau die Uhr dann mit dem Lederband, die in dem Film The American getragen wird. Ich finde das großartig. Und das Band gefällt mir jetzt ja auch. Ist mir ein bisschen fummelig, hast du selber beschrieben, das zu wechseln. Deswegen habe ich jetzt das Lederband nicht drauf gewechselt, weil das zu lange gedauert hätte, aber einfach toll. Toll. Und man sieht die Uhr, ich habe das hier mal mitgebracht, das kannst du jetzt erstmal besser sehen. Man sieht sie sehr oft, zum Beispiel gibt es eine Szene, da ist George Clooney auf einer Vespa, hat eine Walter PPK mit Schalldämpfer dabei, da hat er sie am Handgelenk. Er ist auch Büchsenmacher, er ist nicht nur Auftragskiller, er ist Büchsenmacher, hat hier ein Snipergewehr, eine Ruger, das er umbaut, da sieht man die Uhr am Handgelenk, ja. Hier im Café sitzend beispielsweise, also sie taucht wirklich ganz prominent auf, auch in einer der Anfangsszenen, wie er in das Bergdorf fährt und in einem Renault, glaube ich, im alten Renault, um nicht aufzufallen, da sieht man auch diese Uhr.
Toller Film, hat auch eine gewisse Erotik mit dabei. George Clooney verliebt sich in eine Clara und das Ganze hat ein tragisches Ende, das ich aber nicht auflösen möchte. Mhm. Schaut euch den Film an. The American aus dem Jahre 2010. Ach so, übrigens, eine Sache fällt mir noch ein. Kein geringerer als Herbert Grönemeyer hat den Soundtrack geschrieben. Herbert Grönemeyer für einen amerikanischen Film. Das ist interessant. Ja gut, das ist ja niederländische Filme machen. Ach, niederländisch. Der heißt halt The American, ob das, deswegen muss er kein amerikanischer Film sein. Ja. Aber richtig, richtig toll. Film kenne ich nicht, werde ich mir angucken. The American. Genau. Kann man sich sehr gut angucken. Sogar ist einfach mal an. Das ist ein ruhiger Auftragskiller-Film. Aber glaube nicht, dass ich jetzt schon fertig bin. Du musst mal ein bisschen Gas geben hier. Okay, gib mir auch Gott. Das fällt schwer, weil die zweite Uhr, das ist ja die gleiche Uhr, über die ich rede, so, aber das war ein bisschen kürzer. Apollo 13, das ist natürlich das Weltraumthema, darüber müssen wir reden. Das ist ein Film aus dem Jahre 1995, ich habe gesagt, wir bleiben in den 90er Jahren und es geht bei Apollo 13 darum, es ist ja die siebte Apollo-Mission und die dritte Mission, die eine Mannschaft auf den Mond bringen soll. Ja, also die erste war ja am 20. Juli 1969, die erste Mondlandung mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Und dann gab es diese Apollo 13-Version, die ist am 11. April 1970 gestartet. Und das verlief im Prinzip auch alles ganz gut. Die ersten ein, zwei Tage alles routinemäßig an Bord. Und man hat dann auch eine Live-Übertragung für das amerikanische Fernsehen so gemacht, aus der Rakete hinaus. Also das verlief auch noch ganz gut und kurz danach ist ein Sauerstofftank explodiert in einem Servicemodul. Und dann kam es zu einem ganz spektakulären, bekannten Ausspruch. Jeder würde sagen, Houston, we have a problem. Das stimmt gar nicht. Tatsächlich wurde gesagt, ich habe es extra nochmal nachgehört, die Originalstimme, da heißt es, okay Houston, we have had a problem here. So, okay. Das ist die richtige Variante. Übrigens, mitgespielt hat natürlich Tom Hanks. Der hat gespielt den Kommandanten der Apollo 13-Mission, Jim Lovell. Dann gibt es noch Kevin Bacon, den kennt man auch. Der hat Jack Swigert gespielt, das ist der Pilot. Und dann gibt es noch Fred Hayes, gespielt von Bill Paxton. Der ist der Pilot der Mondlandefähre, die später wieder eine große Rolle spielt. Und also man stellt fest, es ist eine Explosion da, es wird auf einmal kalt, man muss die ganzen Systeme runterfahren, auch die digitalen Bordtimer muss man runterfahren, und um einfach genügend Energie noch zu haben, um wieder zurückzukommen. Denn das war klar, man muss zurückkommen. Der Leiter der NASA-Mission am Boden auf der Erde, der sagte übrigens, Failure is not an option. Das kennt man auch. Das muss er sagen. Ja, das muss er sagen, klar. Nichts anderes geht. Das erwartet man von einem, in einem Film sowieso. Ich sehe schon, hier der Thomas, der wird noch zum richtigen Weltraumexperten. Wir kriegen ihn noch dazu. Genau, schafft er. Also, extreme Kälte, Sauerstoffmangel, Gefahr einer Kohlendioxidvergiftung. Also man musste wirklich was machen, sie mussten zurück. Und jetzt kommt es darauf an, als diese Kapsel, sind mit der Mondfähre oder mit der Mondlandekapsel, sind sie auf die Erde zurückgekommen. Da kommt es auf einen Winkel drauf an, wie man auf die Erde wie man in die Erdatmosphäre wieder eintritt, 2 Grad wohl. Und jetzt kommt die Speedy zum Einsatz. Es waren 14 Sekunden, die mussten abgestoppt werden. In diesen 14 Sekunden mussten die Triebwerke gestartet werden, damit sie dann eben in diesem Winkel in die Erdatmosphäre eintreten. Dafür hat man die Speedy gebraucht. Ja? Und das ist die ganze Geschichte. Und diese 14 Sekunden und Failure is not an option, das gibt es dann auch nochmal in der sonderlimitierten Version von Omega Speedmaster mit dem Sylvie Snoop. Was mich interessiert ist, hast du den Film geguckt wegen der Omega Speedmaster und findest ihn deswegen gut? Nein. Oder hast du den Film gut gefunden und hast dann die Speedmaster dort entdeckt? Ich habe ihn zweimal gesehen in den 90er Jahren, da ist mir die Speedmaster überhaupt nicht aufgefallen und ich habe sie jetzt nochmal gesehen und dann habe ich sie erst gesehen. Das ist mir damals nicht aufgefallen. Okay. Ja, die hat so eine Spannung, diese ganze Geschichte. Ist großartig. Und ja, man kann sagen, es ist gut ausgegangen, das weiß man ja. Ist halt eine echte Geschichte. Ne? Genau, ja, richtig. Und großartige Schauspieler. Eine Sache darf ich noch erzählen. Wirklich eine letzte Sache. Und zwar, diese Mission hat trotzdem einen Rekord gehabt. Und zwar der Rekord war, dadurch, dass die eine größere Umlaufbahn um den Mond hatten, um wieder zurückzukommen zur Erde, war das die Crew, die am weitesten von der Erde weg war. Nämlich 401.056 Kilometer Rekord. Wunderbar. Weltraum, jetzt kommen wir nämlich zu meiner nächsten Uhr oder auch zu meinen nächsten Filmen. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, aber keine Angst, wir werden jetzt nicht über Weltraumuhren reden, sondern wir bleiben eigentlich bei dem Schauspieler, den ich vorhin schon erwähnt hatte,
nämlich bei Arnold Schwarzenegger. Mhm. Arnold Schwarzenegger hat in den 80er-Jahren legendäre Filme gemacht und zwei davon. Einer davon ist Phantomkommando aus dem Jahr 1985. Phantomkommando, er ist Elite-Soldat John Matrix und ist eigentlich im Ruhestand und lebt mit seiner Tochter, die heißt Jenny, in einem verlassenen Haus oder in einem Haus oben in einem verlassenen Bergdorf. So. Und wird dann besucht von dem ehemaligen General, seinem Vorgesetzten, der ihm mitteilt, dass ein Teil seiner Kameraden aus der Vergangenheit, aus seiner aktiven Zeit, umgebracht wurden. Und er soll sich bitte vorsehen. Und er stellt ihm zwei Leute als Bewacher ab. Und in der nächsten Szene eigentlich schon, nachdem der General weg ist, kommt eine Söldnertruppe und erschießt die beiden Aufpasser. Mhm. Arnold Schwarzenegger flüchtet in seinen oder geht in seine Waffenkammer, in seinen Waffenschrank. Ja, hat er natürlich auf jeden Fall immer zu Hause. Eigentlich hat Arnold Schwarzenegger immer irgendwie einen Waffenschrank zu Hause. Ja, und bedient sich dort heraus, während seine Tochter aber entführt wird. Und dann beginnt eine Verfolgungsjagd. Er wird nachher überwältigt von diesen Söldnern und wird dort dann dem Initiator dieser ganzen Geschichte vorgeführt. Und zwar ist das ein ehemaliger Präsident des fiktiven Landes Valverde. Und dieser Diktator wurde abgesetzt durch eine militärische Operation, die Arnold Schwarzenegger damals durchgeführt hatte. Und er möchte halt wieder an die Macht und gibt ihm den Auftrag, du mordest bitte den Präsidenten von Valverde. Mhm. Wenn du das tust, kriegst du deine Tochter wieder zurück. Und dann fährt er mit zwei Aufpassern zum Flughafen. Die setzen sich ins Flugzeug hinein, ein Aufpasser sitzt neben ihm. Dann startet die Maschine. Und der Aufpasser soll sich dann bei dem Präsidenten genau nach der Landung wieder melden, dass alles in Ordnung ist. Ja? Und Arnold Schwarzenegger bringt seinen Mitgefährten hinterrücks um, lässt ihn da liegen und springt aus dem Flugzeug heraus. Und dann beginnt so eine Geschichte. Halt, seine Tochter oder was? Nö, er klettert irgendwie durch das Flugzeug durch bis zu zum Fahrwerk. Also das Flugzeug ist gerade am Starten. Und springt dann über dieses Fahrwerk in so eine Art Tümpel, Wasser. Okay. Der zufällig rumfusselt. Ja, genau. Und da springt er halt rein und hat dann irgendwie 10 Stunden Zeit, seine Tochter zu retten. Und er trägt dort eine Uhr, die er auch bei Predator getragen hat, der zweite Film. Ah, super. 1987. Mhm. Ähnliche Geschichte, und das ist das Thema Weltraum. Es gibt ein Flugobjekt, was über die Erde fliegt, und es ist eine Kapsel, die dann eigentlich auf die Erde geschossen wird, und Arnold Schwarzenegger ist dort auch Söldner, gehört einer Söldnergruppe an, die in den südamerikanischen Urwald Geiseln befreien sollen, die von Guerillas dort festgehalten wurden. Und es wurde schon ein Spezialkommando der Navy oder der US-Streitkräfte eingesetzt. Und während sie dort diese Geiseln befreien, stellen sie fest, dass diese Spezialkräfte hinterrücks ermordet wurden, auf bestialische Art und Weise. Im Grunde genommen geht es dann darum, dass er mit seiner Truppe, es sind ein paar Leute, durch den Dschungel dann zum Schluss gehen und versuchen, aus dieser Szenerie zu fliehen, nachdem sie die Geisel befreit haben. Und stellt dann aber fest, dass nach und nach einer nach dem anderen hinterrücks umgebracht wird von einer Kreatur, die aus dem Weltall kommt, die in einem Tarnanzug sitzt und im Grunde genommen eine Jagd durchführt. Das war, glaube ich, kein richtiger Tarnanzug. Man sieht dieses Lebewesen nicht. Ne? Das verschwindet doch mit dem... Ja. Am Ende hat es, aber verschwindet das nicht mit dem Hintergrund? Ja, das so ist der unsichtbar macht, eine Tarnvorrichtung, die unsichtbar macht. So, und dieser Predator, also dieses außerirdische Wesen, ist halt extrem gut bewaffnet, ist körperlich überlegen, hat die bessere Technik und sieht fies aus. Sieht total fies aus und bringt halt auch alle hinterrücks um. Und Arnold Schwarzenegger trägt dort auch eine Uhr und er überlebt die ganze Szenerie. Und wird nachher selber zum Jäger, weil er feststellt, nachdem er ausgerutscht ist und in ein Schlammloch gefallen ist und mit Schlamm bedeckt ist, dieses Wesen, der Predator, kann scheinbar durch eine Wärmebildkamera sehen, so wärmebildkameraartig, und durch den Schlamm kann er ihn dann nicht mehr entdecken. Und das nutzt er, um dann Jagd auf dieses Wesen zu machen. Und dabei trägt er eine Uhr, die auch wirklich hart im Einsatz ist, und jetzt kommen wir zum Thema, nämlich eine Seiko. Und zwar die Seiko H558-5009. Trägt er in beiden Filmen? In beiden Filmen. Besser bekannt als Seiko Arnie, weil diese Uhr
hat er selber gerne getragen. Es war die erste Taucheruhr mit einem digitalen Alarmchronographen und kombinierter Analoganzeige. Mhm. Und diese Uhr trug er halt in beiden Filmen und bei Predator ist sie wirklich richtig im Einsatz. Man sieht Schlamm überzogen und diese Uhr muss er wohl auch privat sehr gerne getragen haben. Sehr robuste Uhr, Seiko hat diese Uhr getestet mit minus 40 Grad bis plus 60 Grad. Diese Uhr war auch auf Mount Everest im Jahr 1988 und hat auch den nötigen Durchmesser für das Handgelenk von Arnold Schwarzenegger. Die Uhr ist 14 mm hoch, hat aber nur ein Lack-to-Lack von 50,9 mm. Und damit ist die Uhr 50,9 mm. Ach, Lack-to-Lack. Ja? Lack-to-Lack, okay. Hm? Durchmesser 47, knapp 48 mm, ja. Relativ groß, mhm. Aber trotz allem, trotz des großen Durchmessers ist sie aufgrund des geringen Abstands von Bandanschluss zu Bandanschluss eigentlich fast für jedes Handgelenk immer noch tragbar. Die Uhr ist heute in verschiedenen Editionen erhältlich, als Special Editions, manchmal als Limited Editions. Die gibt es auch in Edelstahl und ich zeige euch gleich auch ihr seht ja die Bilder in der Edelstahl-Version, wie ich sie mir ans Handgelenk gelegt habe. 699 € ist eine interessante Alternative und natürlich eine absolute Kultuhr, die übrigens nicht nur Arnold Schwarzenegger getragen hat. Wusstest du, Thomas, dass die Seiko Army eine James-Bond-Uhr ist? Ja. Ja, okay. Also, das wusste ich, weil ich mich vorbereitet habe. Okay, hast du gelesen? Ja, bei Bond sozusagen. Wann? Genau. Im Film View to a Kill, also im Angesicht des Todes mit Roger Moore, ist diese Uhr im Einsatz, im Handgelenk von James Bond. Das war der Film gemeinsam, da geht es um Christopher Walken, spielt dort auch den Bösewicht Max Zorin. Da geht es um einen Computerchip, der abhandengekommen ist, der wohl in die Hände von diesem Zorin gekommen ist. Und die weibliche Hauptrolle ist dort die Grace Jones. Genau. Als Mayday tritt sie dort auf. Mhm. Und da gibt es eine Szene relativ stark am Anfang, wo er auf dem Eiffelturm läuft und kämpferisch unterwegs ist. Und dabei trägt er die Seiko Arni. Also die Arni ist gleichzeitig eine James-Bond-Uhr. Aber jetzt lass mich doch mal kurz noch was dazu sagen, weil ich habe am Anfang so lachen müssen, als du Phantomkommando gesagt hast. Zwei Geschichten dazu. Nummer eins, ich hatte das Poster von Phantomkommando in meinem Kinderzimmer. mit dem Raketenwerfer. Nein, ich weiß gar nicht, ob das nicht eher aus Terminator stammt, das Bild, das du jetzt gerade im Kopf hast. Eine Seitenansicht, könnte so das Cover des Filmes gewesen sein, leicht seitlich, er hat nur eine Weste an, die Oberarme, die deutlich dicker sind, das meine, so leicht mit Tarnfarbe beschmiert auf dem Gesicht, die Weste, so eine taktische Weste war mit Handgranaten voll und ich weiß nicht, ob er ein Messer in der Hand hat oder ein Messer, also ich kann mich daran erinnern, ich weiß, zum 60. Geburtstag meines Vaters haben wir Besuch bekommen aus der DDR, also von Verwandten von uns sozusagen, war kurz vor der Maueröffnung und ich musste es abhängen. Weil man musste ja auch sein Zimmer zeigen, ich musste das Plakat abhängen, damit nicht das irgendwie verstörend wirkt, wenn der Besuch kommt. Das weiß ich heute. Erste Geschichte, zweite Geschichte, Predator. Ich habe in 90er Jahren oder 80er Jahren kam der Film raus, immer Predator gesagt. Ich auch. Nicht Predator, sondern Predator, aber ich habe auch Donald Duck gesagt. Ja. So, ja. Wir haben alle Predator gesagt. Predator. Ja. Und Predator heißt es schon mal wirklich. Und es gibt eine legendäre Szene da drin, die ich großartig finde. Und zwar kommt irgendeiner der Crew an so einem Blatt vorbei und findet so eine blaue Flüssigkeit. Und dann sagt er, wenn es blutet, können wir es auch töten. Ja, genau, stimmt. So. Großartig. Ja, weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber, ja, irgendeiner, ich habe es lange nicht mehr gesehen. Wenn es blutet, können wir es auch töten. Vielleicht noch zwei, drei Sätze noch zur Uhr. Ja. Die Seiko Arni ist ein Solarchronograph. Keine Batterie, sondern eigentlich ein Akku ist da drin. Eine sehr lange Gangreserve von bis zu 5 Monaten. Hat ein Edelstahlarmband in dieser Version, wie ihr sie hier seht. Die gibt es natürlich auch in einem Kunststoff. Ich würde sie wohl auch in einem Kunststoffarmband wählen. Das passt am besten. Hartlecksglas, also kein Saphirglas. Hat den Vorteil, es splittert nicht. Und die Hartlecksgläser von Seiko sind in der Regel super. Also da passiert meistens dann auch nichts. Und ist von der Bedienung her ein bisschen tricky. Mhm. Ja, aber das wird, glaube ich, zu weit gehen. Vielleicht mache ich dann mal ein Review drüber. Aber eine gute Uhr. Und 200 Meter wasserdicht. Schön. Also als Diver wirkt die einfach. Aus einer Arni-Uhr, das wäre mal was. Das wäre mal was. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir gucken mal rein. Wir liegen jetzt 35 Minuten. Wir müssen was tun, Thomas. Beim nächsten Mal kann ich, beim übernächsten. Aber gut, pass auf. Nächste Uhr. Und jetzt kommt mein erster Wrist-Check sozusagen. Ja? Ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass ich eine Panerei trage. Das kann man eigentlich nicht übersehen, dass ich eine Panerei trage. Und das ist jetzt nicht die Uhr, die quasi in dem Film vorkommt.
aber es ist eine Pannerei und deswegen habe ich diese Verbindung hergestellt. Nur für euch, das ist eine Panerai 40 Quadro, also 44 mm mit einem dunkelblauen Zifferblatt, hat eine Datumsfunktion mit dabei, ist 2 Jahre alt ungefähr, hat das Kaliber P90-10 drin, noch mit Sekundenstopp, die aktuellen werden ohne Sekundenstopp ausgeliefert und dunkelblau und natürlich den ikonischen Bügel. 1950er Gehäuse, muss ich vielleicht dazu sagen. So, und jetzt kommen wir zum Film Daylight. Daylight aus dem Jahre 1996 und da war Sylvester Stallone derjenige, der die Hauptrolle gespielt hat. In den 90er Jahren gab es eine ganze Menge an Katastrophenfilmen, die ich offen gestanden nicht alle so gemocht habe. Ich nenne mal ein paar Katastrophenfilme aus der Zeit. Wir haben gehabt Apollo 13, okay, den habe ich gemocht. Dante's Peak? Kam auch aus der Zeit. Ja, habe ich nicht aufgeschrieben, kam aus der Zeit. Titanic ist ein Katastrophenfilm. 1997 Volcano, sagt schon Vulkanausbruch, auch 1997. Armageddon, 1998 und Deep Impact, auch 1998. Ist auch nicht so meins, also ich bin kein Überhaupt Fan. Nicht. Weißt du, wo ich Daylight gesehen habe? Ich habe den im Kino gesehen, den Film. Und zwar habe ich den wirklich im Jahr 1996 gesehen, in der Türkei, in Istanbul. Mhm. Da bin ich mit einem Freund nach Istanbul geflogen, haben dort mit der Familie, er kommt türkische Herkunft, haben dort gefeiert und ich war auf einer türkischen Hochzeit eingeladen, wie man sie wirklich so kennt. Mhm. 500 Gäste in einer riesigen Sporthalle und nebendran war ein Kino. Und da ich mich sowieso mit keinem unterhalten konnte, sind wir ins Kino gegangen und haben Daylight geguckt. Aber wahrscheinlich dann mit türkischen Untertiteln oder so. War mit türkischen Untertiteln, die englische Originalversion. Ja. Ja. Haben die alles verstanden damals, aber Fandst du den Film? Aus der Perspektive damals. Heute finde ich gruselig, aber... Ich bin kein Fan von Katastrophenfilmen. Und deswegen war es okay. Sly ist ein cooler Charakter und hat das schon ganz gut gemacht. Und jetzt kommst du, glaube ich, zu der Uhr. Ich komme ganz kurz aus der Geschichte. Es ist Katastrophenfilm. Worum geht es denn eigentlich? Wir haben eine Szenerie in New York. Wir haben einen Tunnel, der unter dem Hudson River durchgeht. Und mitten in der Rush Hour, wie kann es anders sein, bricht da was... kommt Wasser rein, ist eine Katastrophe, der ganze Eingang und der Ausgang wird verschüttet und es sind natürlich noch Menschen drin, die müssen gerettet werden. Wer macht den Job? Natürlich, Sylvester Stallone. Ja, aber nicht nur, weil er es eigentlich kann, sondern weil er auch noch die Fähigkeit hat, aufgrund seiner Vorgeschichte. Er ist nämlich mal der ehemalige Chef gewesen, oder er war der ehemalige Chef des New Yorker Emergency Medical Service. Ah, okay. Das ist unehrenhaft entlassen worden und jetzt kann er also wieder versuchen, ja, die Leute zu befreien. Es ist gelungen und er hat eine Panerai. Luminor Base am Handgelenk gehabt. Ich habe auch mal ein Bild mitgebracht. Mhm. Das ist tatsächlich das Modell. Ja? Ja. Dieses Modell wurde von ihm persönlich gekauft. Er hat in Florenz einige Zeit vorher für den Film durch Zufall eine Panerai gekauft, ist auf die Marke aufmerksam geworden und durch Sylvester Stallone und später durch seinen Freund Arnold Schwarzenegger, dem er eine geschenkt hat, auch eine Panerai, ist die Marke erst richtig gehypt. Vorher kannte die keiner. Kein Mensch. Da kannte die italienische Marina Militare, hat ja die Uhren getragen als Ausstattung für die Kampftaucher. Richtig. Es gibt ja 2 große Linien, es gibt die Radiomir und es gibt die Luminor, Submersible gibt es auch noch. Aber Radiomir klingt immer so russisch, aber hat damit nichts zu tun. Nee, Radiomir hat was mit dem aufgetragenen Material zu tun für Radium. Die Leuchtmasse. Früher genau, Radium, genau, richtig. Ja. Da sind viele verstorben. Ja. Viele Arbeiterinnen waren das wohl, sind verstorben, weil die wohl den Pinsel zum Auftragen immer angeleckt haben. Und der ist halt radioaktiv und das ist fürchterlich. Okay, inzwischen nicht mehr, inzwischen ist Super Luminova. Also, da taucht diese Uhr oftmals auf. Übrigens, diese Uhr ist versteigert worden. Es gab einen Schätzpreis. Ich weiß nicht, zu welchem Preis sie versteigert wurde. Aber ein Schätzpreis 50 bis 100.000 Euro. Weil sich Sylvester Stallone, der als großer Uhrensammler gilt, von Teilen aus seiner Kollektion dann auch zurückgezogen hat oder verabschiedet hat sozusagen. Ja? Und für Arnold Schwarzenegger hatte eine Uhr für Eraser dann auch noch. Ja, stimmt. Genau. Da hat er die getragen. Spannender Film. Ja? Also die Uhr taucht immer wieder auf. Ja? Wie natürlich fast schon Cliffhanger-mäßig hat er da auch so ein paar Szenen in dem Film. Sehr cool. Da sieht man sie immer wieder. Kommen wir zu meiner Uhr Nummer 2. 2? 3. Meine Uhr Nummer 3. Einer meiner Lieblingsfilme, die ich immer wieder gerne gucke, ist mit einem meiner Lieblingsschauspieler, und zwar Kurt Russell, in der legendären Rolle als Snake Plissken, die Klapperschlange. Der erste Teil, Flucht aus LA? Escape from New York, heißt der erste Teil. Und der zweite Teil war Flucht aus L.A.
Und der Film ist aus dem Jahr 1981, ein dystopischer Science-Fiction-Klassiker. So ein bisschen als Vorläufer des Cyberpunks kann man eigentlich zu diesem Film sagen. Snake Plissken spielt dort die Hauptrolle. Denn Manhattan ist zu einem Hochsicherheitsgefängnis ausgestattet worden. Und da ist Anarchie ausgebrochen in diesem Bereich und man überlässt die Gefangenen, also als Gefangeneninsel ist es installiert worden, überlässt sie sich selbst. Die dürfen halt nur nicht flüchten. Und die Maschine des Präsidenten stürzt dummerweise genau über dieser Zone in Manhattan ab. Und da gibt es eine Rettungskapsel. Und Snake Plissken ist eigentlich verurteilter Straftäter. Aus irgendeinem Grund. Da kommst du, glaube ich, nicht mehr raus. Also wer dort inhaftiert wird, der kommt da auch nicht mehr raus. Das ist Höchststrafe eigentlich. Der zuständige Sicherheitschef für die gesamte Insel macht einen Deal mit Snake Plissken, weil er halt einen militärischen Hintergrund hat und auch in der Lage ist, Leute wohl zu befreien. Du kommst frei, wenn du den Präsidenten innerhalb von 24 Stunden, sagt er am Anfang, aus dieser Insel wieder zurückholst. Weil es gibt eine Konferenz, auf die er eigentlich sein sollte und danach muss er ein Statement von sich geben. Und wenn das nicht der Fall ist, wissen die das, was passiert ist. Und deswegen muss er innerhalb von 24 Stunden auf diese Insel und versuchen, den Präsidenten zu befreien. Und er kriegt dort eine Uhr angelegt. Ja? Also eine Countdown-Uhr ist das ungefähr, muss man sich so vorstellen. Riesengroßer Apparat. Und, das ist ein Bild mit dabei. Ja, genau. Und es gibt eine US-Hersteller, nämlich Ridgewood Watch Company, hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um diese Countdown-Uhr aus dem Film nachzuproduzieren. Mhm. Und zwar ist es als Smartwatch eigentlich gedacht. Die kann einige Sachen. Wir kürzen das Ganze jetzt mal ab. Ich wollte es nur mal zeigen, dass es diese verrückten Ideen gab. Denn die Kickstarter-Kampagne wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Diese Uhr kann also nicht gekauft werden derzeit. Aber trotz allem wollte ich es mal zeigen. Das ist eine schöne Geschichte. Und wenn wir bei Snake Plissken sind, gibt es ja eine legendäre Szene aus dem Film, aus dem zweiten Teil. Ich weiß, was du meinst. Und zwar Flucht aus L.A. Und zwar ist das eigentlich eine Szene, die so fast so an einen Western-Film erinnert. Und zwar steht Snake Plissken mit seiner Waffe vor nicht einer Person, sondern von vier Leuten, die ihn umbringen wollen. Motorradfahrer vielleicht? So, ich glaube, Motorradgänger. Ja, genau. Ne? Und sie wollen ihn also töten und er sagt, ich gebe euch noch eine Chance. Wollen wir ein Spielchen spielen? Nach den Bangkok-Regeln. Genau. Bückt sich und greift eine Dose von unten hoch. Das ist die Originaldose sogar für uns. Super. Und sagt, keiner zieht, bis diese Dose den Boden berührt hat. Fertig? Dann wirft er hoch. Die anderen gucken alle hoch in der Zwischenzeit. Zack, zack. Dass wir sowas toll sein finden können. Und sagt zum Schluss, steht dann so und sagt einfach nur, zieht. Grandiose Szene. Also wirklich spektakulär. Und ist von John Carpenter, die ganzen Filmserien, und er ist damit eigentlich auch berühmt. Das war natürlich nur ein Film, dem Menschen ist nichts passiert. Nein, natürlich nicht. Genau. Deswegen kann man auch drüber lachen. So. Aber gut. Der hat übrigens noch einen guten Film gedreht, auch über John Carpenter, das Ding aus einer anderen Welt. Ja. Das ist so eine Antarktis-Story. Oh ja, Wahnsinn. Stimmt. Auch gruselig. Ja, sehr gruselig. Irgend so ein Virus, der die Menschen befällt, auch zuerst die Hunde. Und die Hunde und der springt genau. Den Ohr, ja, furchtbar. Ja. Ich weiß nicht, ob der dann umgetragen hat, aber müsste ich mal recherchieren. Mhm. Toll. Mario, was wir noch komplett vergessen haben. Wrist-Check bei dir. Bei mir wissen es die Leute. Ja. Und bei dir? Passend. Was trage ich heute am Abend? Ich trage eine Rolex Gym Team Master 2 in der Pepsi Edition. Und du bist für mich Thomas Magnum aus der gleichnamigen Serie aus den 80er Jahren. Genau. Warum trage ich diese Uhr heute? Weil es eine der Uhren waren, die Tom Selleck in seiner Serie getragen hat, relativ oft. Ich weiß aber gar nicht, welche Referenz das war. Das müsste ich nochmal recherchieren. Und natürlich passend gekleidet. Es ist kein Karneval, falls du mich wieder fragst, Thomas. Nein, standesgemäß gekleidet zum Thema Filme. Wie hießen die beiden Hunde? Griechische. Zeus. Einer hieß Zeus. Und Apollo. Ja. Und Apollo. Zeus und Apollo von Higgins. Higgins war auch klasse. Aber jetzt wieder zurück zum richtigen Talk. Ja, Thomas, so leid es mir tut, aber ich glaube, wir laufen heute sonst vollkommen zeitig aus dem Ruder. Deswegen werden wir einen zweiten Teil anbieten. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, werden wir die anderen Uhren, die wir heute nicht geschafft haben, aufgrund der Zeit, werden wir euch am Mittwoch nächste Woche gleich präsentieren. Also Teil 2, schaltet wieder ein, wenn es heißt 10 berühmte Filmuhren, die du unbedingt kennen musst.